that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Hallo, Alex. Hallo, David. Wieder zurück im Podcast Nummer 7. Die verflixte 7, die wilde 7. Was kann man noch sagen? Das siebte verflixte Jahr. Haben wir das schon? Nein, haben wir nicht. Wie lange kennen wir uns? Nein. Viel zu lang. Also, da sind wir schon drüber hinaus. Das heißt, scheiden tun wir uns in der Hinsicht nicht mehr. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ja, du, Alex, ich war gestern Abend so am Sinieren, sozusagen. Ich habe einfach mal die letzten Wochen Revue passieren lassen. Und ich dachte mir so, Alter, das kriegen manche nicht mal in einem Jahr gebacken. Ja, mehr als das. Wahnsinn. Also was mir jetzt in den letzten, also ich habe mal so die letzten 3 Wochen Revue passieren lassen. Also 4 Wochen, das ist, was da wirklich in der Zeit lief, von Schule angefangen bis zu Themen wie, was gerade auch läuft, Energiekrise, zu dem, was auch an Feedback kommt, an Feedback kam, an Diskussionen, Vorbereitung, Messe, was absolute Messe. Wahnsinn war. Aber es waren gute Zeiten, waren schöne Zeiten, war vor allen Dingen echt anspruchsvoll, finde ich gut, macht Spaß, das ist das Wichtigste. Sonst an euch da draußen, herzlich willkommen nochmal, genau, Betriebstagebuch, wir legen wieder los in dem Sinne, schauen mal darüber, nicht so viel nur zu labern, wie es uns immer wieder mal vorgeworfen wird. Auf der anderen Seite, wenn man den ersten Podcast anhört, da geht es genau darum, dass David und ich gesagt haben, wir hocken uns zusammen und fachsimpeln einfach mal darüber, was so kommt oder nicht kommt, und lassen euch dabei daran teilhaben, weil wir eigentlich davon überzeugt sind, dass eigentlich diese Sachen, die wir ständig immer wieder halt auch durchdiskutieren, genau bei euch da draußen genauso diskutiert werden wie bei uns auch. Deswegen, dahingehend zwischen Laberei und dem, dass wir das mit Inhalt füllen, das ist ja das, was wir auch immer wieder versuchen, da diese Kritik auch gerne anzunehmen, sehr gern sogar. Nichtsdestotrotz fangen wir trotzdem heute an mit Messe! Ja, ich denke, vor der Messe vielleicht nochmal ein kleiner Reminder. Ah. Wir waren quasi als Botschafter für das Berufsbild unterwegs und haben ein Fachforum in der Berufsschule organisiert. Darin enthalten der Podcast Nummer 6, ja, der letzte Podcast, jo, was eigentlich nur ein kleiner Teil des ganzen Fachforums war. Ja. Klingt eigentlich gar nicht so verkehrt. Botschafter für das Berufsbild. Ich denke, so kann man das ganz gut erklären, was wir tun da draußen. Ja, ich finde, vor allem ganz ehrlich, das ist auch eine Ehre. Also für mich ein Novum, auch da sich das auch bezeichnen zu dürfen. Und das Feedback war hervorragend, das war Hammer. Also auch jetzt, was wir in den letzten, ja, so 3-4 Monaten in der Hinsicht bekommen haben, dass es immer wieder heißt, super, dass jemand den Mund aufmacht, super, dass jemand mal was sagt, dass mal jemand anfängt auch zu reden und die Dinge auch mal auf den Punkt immer wieder mal zu bringen. Danke, dass wir dieses Vertrauen kriegen, dass wir es immer wieder auch auf den Punkt bringen. Das ist der andere Punkt. Nichtsdestotrotz auch nochmal vielen Dank an die Landschule eben in Memmingen, hätte ich beinahe gesagt, in Mannheim. Vorsichtig. Ja. Und an alle Verantwortlichen, danke an dich, Yvonne, wirklich für den Wahnsinns-Content und auch für die Zusammenarbeit, die da hervorragend funktioniert hat. Und an danke an alle, die gekommen sind. Genau, also ich habe gemerkt auch, glaube ich, in dem Podcast, das war einfach auch schon für uns wirklich auch Spaß, Freude und auch wirklich was an der Basis wieder zu arbeiten zu dürfen, an den Leuten, die im Endeffekt ja in 2 und 1,5 Jahren so weit sind, dass sie dieses Berufsbild verkörpern und weiterführen. Genau. Ja, richtig. Und dazu kann man eigentlich auch nur sagen, wie viel sich Gedanken diese jungen Menschen jetzt schon machen, das nehme ich sehr positiv auf und mit. Also wirklich toll. Ich denke, am Ende haben wir ja noch die Interviewstimmen ein bisschen eingefangen und laufen lassen. Also da kam wirklich guter Content dabei rum, ja.
Gut, zwischen Fachforum oder Podcast Nummer 6 und der Messe gab es ja noch die Berufsoffensive. Ihr seht es bei mir im Hintergrund. Auch da haben wir fleißig gearbeitet. Es ist ein Video entstanden und ich möchte hier nochmal einen kleinen Wettbewerb ausrufen. Ich habe hier ein kleines Geschenk. Ja, das Schwimmbad-Nerd-T-Shirt hier und das kann man gewinnen. Ne, Alex? Yay. Du hast gedacht, komm, wir müssen unsere Berufsoffensive mal ein bisschen anheizen. Und zwar, nur nochmals zur Erklärung, dieses Video findet ihr auf Schwimmbad-TV wie gewohnt. Ihr könnt dieses Video nutzen, es hat die Creative Commons Lizenz und es ist genau dafür gedacht, dass ihr es nutzt für eure Stellenausschreibungen, beispielsweise für eure Marketingoffensiven, wenn ihr gerade Personal sucht. Und zum Gewinnspiel, wer dieses Video am geilsten platziert und damit auch uns unterstützt und den Kanal Schwimmbad TV, der kann dieses T-Shirt gewinnen. Also seid fleißig, lasst euch was einfallen und im nächsten Podcast, in der nächsten Podcast-Folge ziehen wir den Gewinner. Juhu. Und mal schauen, vielleicht holen wir den auch als Gast mit dazu. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber wie gesagt, Schwimmbad-Nerd-T-Shirt, ja, exklusiv zu gewinnen. Seid fleißig. Telefoniert am besten gleich die IT-Abteilung im Rathaus an und sagt, hier gibt's was zu gewinnen. Wie kann man es platzieren? Wie kann man es ausbringen? Wie kann man es im Endeffekt vorbringen? Genau. Berufsoffensive. Ja, wir haben wahnsinns Feedback bekommen, vor allem auch zu dem Video an alle Beteiligten, die vor allem im Video auch umherirren. Vielen Dank nochmal daran für euer Feedback darüber, auch für das Berufsbild. Und genau darum geht's. Also ich glaube, wenn wir eben genau das nicht mehr tun für unseren Beruf, Feuer, Flamme und auch nicht einstehen, wer soll es dann tun? Ja, also das ist genau eigentlich das, was wir immer wieder, fast in jedem Podcast immer wieder mal rausbringen, dass diese Begeisterung für dieses Berufsbild natürlich nicht daher rührt, dass man sagt, okay, man muss alles irgendwie jetzt groß promoten, darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, eine Leidenschaft weiterzugeben. Und diese Leidenschaft muss bei euch im Endeffekt genau auch kommen, weil genau diese Leidenschaft überträgt sich auch in die Rathäuser, in die Verantwortungsgeber, in die Geldgeber, die verantwortlich sind, weil wenn das natürlich dann auch überspiegelt, überschwappt, ein Stück weit rauskommt, ab dem Zeitpunkt beginnt auch dieses Berufsbild einen Wert und einen Stellenwert zu bekommen. Und das ist das Ziel des Ganzen. Dahingehend, und das zeigt auch dieses, ja, gerade die Berufsoffensive in dem Zuge auch mit dem Video, was ich auch sehr emotional in dem finde, echt eine coole auch Auswahl, vor allen Dingen von der Musikauswahl, was absolut gut ist, also hat was, definitiv, und im Zuge dessen, haut es raus, holt euch das T-Shirt, viel Spaß dabei, genau. Wenn ihr nicht wisst, was, wo, wann, wie, was platzieren bedeutet, schreibt uns an, fragt uns in der Hinsicht, seid kreativ, lasst euch einfach was einfallen. Genau, in dem Sinne. Wenn das kurzes Beispiel ist, einfach nur irgendwie da bei der Kasse läuft und einer macht ein Video und schickt uns das, dann ist das auch völlig in Ordnung. Hauptsache, das Ding wird promoted und geht raus und dient ein Stück weit vor allen Dingen in dem Bereich einfach als Hilfestellung. Yeah. Ja, hast du dieses T-Shirt schon getragen? Nein. Oh, okay. Schade. Wie bist denn du drauf? Ich weiß nicht, ob unter unseren Abonnenten oder Likern oder wie man das heutzutage schimpft, jemand da drauf steht, aber ich hoffe nicht. Gut. Also ein nagelneues T-Shirt. Aber sicher doch. Na klar. Frisch aus dem Karton geholt. Yeah. Ja, und dann kam die Messe. Ne? Eine Woche lang, auch hier wieder aufgetreten als Schwimmbad-Plattform, als Botschafter für Fachkräfte, für unser Berufsbild. Ich war speziell auch mit dem Schwimmbad-Guru da. Diejenigen, die uns getroffen haben, wissen Bescheid. Aber also ich habe wirklich jetzt 3-4 Tage gebraucht nach der Messe, um erstmal zu realisieren, was da alles passiert ist.
Und das ist auch ganz interessant, weil vor der Messe hast du meistens oft immer so diese kritischen Stimmen, so, ne, so dieses Hating Speech, dieses, ja, oh, da kommt schon wieder eine Kiste und die wollen doch nur und dies und du kennst es ja, ne? Miterlebt. Aber auf der Messe, dieses Feedback von euch da draußen, das hat mir speziell, uns beiden, richtig, richtig Mut gegeben, da weiterzuarbeiten. Und auch mal hier das Ding gedreht, ne? Und für mich war das brutal. Also wirklich 4 Tage musste ich das erstmal realisieren. Ich meine, du weißt es selber, wir sind keine 2 Meter weit gekommen und dann. Also, ich muss eine Geschichte erzählen. Wir waren echt so, also ich bin auch mit einem Gefühl hingegangen und gesagt, was wird das? Ja, in welcher Art und Weise treffen wir das oder stehen wir das auf? Und jeder, der auf der Messe war in Halle 4, ja, da gab es einen großen runden Stand, wenn man reinkommt, gleich rechts geradeaus durch. Dr. Nüsken war mit unter anderem mit in diesem ganzen Pamphlet, Chemoform, was weiß ich, was da noch mit alles auf dem ganzen Die Globe. CF Group, ja. ICF Group auf dem Global drauf stand, Wahnsinn. Also welche Größe die mittlerweile erlangt haben, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Aber so in diesem Gang, wenn man dann gerade ausläuft, waren es vielleicht 8, 9, 7, 8 Stände dazwischen. Dann kam Firma Wilhelm, grüße, ja. Schöne Grüße an dich, Christian. Ja, genau, und an dich, Hermann. Bezüglich, das waren Wegstrecke, sagen wir 150 Meter oder 100 Meter, sowas. Niemals. Okay, niemals 50 Meter. 50, ja. 50 Meter, und wir haben es geschafft, in 50 Meter 5 Stunden zu brauchen. Also von, ja, es hat einfach, wir kamen nicht voran. Und was ich das Interessanteste war, oder die interessantesten Fragen an sich oder überhaupt auch das Feedback, was kam, war erstmal der erste Satz, den wir immer wieder gehört haben, was ich genial fand, war: Danke, dass ihr das macht. Ja, und genau das Gleiche geben wir auch weiter. Ja, also danke, dass ihr zuhört. Ja, dass ihr das einfach auch mitgeht, dass ihr uns zuhört, dass ihr Feedback gibt, dass ihr uns immer wieder ein Stück weit einfach auch, ja, auch ermuntert, weiterzumachen. Das ist ja was, was wir jetzt im Endeffekt jetzt nicht nur, wir hocken uns jetzt nicht irgendwie am Nachmittag hin. Alex kämpft 1,5 Stunden mit seiner Technik, bis David irgendwann mal seinen zweiten, dritten Kaffee-Intus hat, dass man endlich mal zum Reden kommt. So ist es heute wirklich gewesen. Aber nichtsdestotrotz ist es genau dieser Punkt, wo wir merken, hey, wow, da kommt was an, da geht was raus, da kommen Informationen raus. Die Leute fangen an zu reden, die Leute fangen an, nicht nur Fragen zu stellen, sondern aus diesen Fragen ihre eigenen Dinge zu entwickeln. Und das ist eigentlich das Ziel. Wir wollen nicht, dass wir irgendein Konzept hier rausschmeißen, was irgendwie umgesetzt werden soll, sondern es geht darum, ja, das, was wir verkörpern, was wir euch im Endeffekt auch immer wieder mitgeben, dass ihr das selbst für euch etabliert in eurem Unternehmen. Und das haben wir auf der Messe, das war, also was wir an dem, also was wir gequatscht haben. Also ich bin jetzt nicht der Mann mit wenigen Worten, ja, also muss man mal dazu was sagen. Aber selbst das war dann irgendwann mal so, wenn es dann im Endeffekt, wir hocken um 18 Uhr immer noch, das Licht der Messe geht aus und wir dürfen endlich aufstehen und die Messe verlassen. Ach so, nee, durften wir nicht. Also dann war ja Party irgendwie, Deutsche Bädergesellschaft, dann war Party. Hey, absolut eine Sache wirklich, Christian. Respekt. Der Wahnsinn. Coole Party, gut organisiert, top. Vielen Dank nochmal. Genau, also War auch dahingehend. ziemlich, ziemlich interessant, wenn ich da kurz einhaken darf, wenn du überlegst, an seinem Stand war eigentlich nur eine Nix. Gastronomie. Nix. Das war einfach der Hammer. Aber im Endeffekt eigentlich das verkörpert, was Wilhelm so verkörpert, dass sie da sind, wenn Probleme sind, dass man drüber reden kann, dass man quatschen kann und dass man versucht, Lösungen zu finden. Und das ist was, wo ich interessant fand, wie dieser Stand aufgebaut war. Mutig, cool. Ja. Und dahingehend, aber ja, danke. Definitiv. Sonst? Ja, ich möchte auch noch mal eine wichtige Erkenntnis mitnehmen, denn wir haben viele Ideen von euch mitbekommen, wohin denn die Reise gehen könnte mit der Schwimmerplattform, mit unserem Auftrag.
mit unserer Liebe, die wir in dieses Projekt reinstecken. Und da sind auch so viele geile, gute Ideen entstanden. Wir sind natürlich schon am Umsetzen, ne, kann man so sagen. Wir sind fleißig im Hintergrund, passiert immer ungefähr 80% von dem, was ihr wahrnimmt, als die 20% aus der kompletten Arbeit. Aber da geht was voran und hier super geil, denn für euch ist die Plattform und davon lebt sie dann auch am Ende und wird richtig schnieke, das kann ich euch versprechen. Ganz sicher. Also wir entwickeln uns ja auch weiter und sind ja auch nicht die, die immer nur versuchen, das Rad neu zu erfinden, sondern haben natürlich auch unser Netzwerk, wo wir hingucken dürfen, ja, die schon länger auch im Geschäft sind, was echt super ist. Also, und wir sind ja nicht nur branchenintern, sondern wir gehen ja auch branchenfremd immer wieder auch mal in dem Sinne, um einfach auch mal andere Dinge anzugucken, was echt wichtig ist, weil auch viele Dinge von außen wirklich auch gute Dinge sind. Und das ist das, was wir, glaube ich, auch in der Schwimmbadwelt immer wieder auch lernen müssen, dass wir im Schwimmbad zwar auch wirklich die Profis sind, aber in vielen Fachbereichen von außen es auch wirklich gute Stellen gibt, wo man super nachfragen kann. Und wenn es das Gesundheitsamt zum Schluss ist, ja, wo man einfach mal sagen kann, du pass auf, mein Problem besteht da und da, wie wär's denn, gibt es da irgendeine Lösung dafür? Deswegen. Mhm. Was gibt es sonst zur Messe noch zu sagen? Was haben wir noch? Ja, also ich habe es vielleicht nicht richtig mitbekommen, aber für mich hat so ein bisschen das aktuelle Thema irgendwo auch gefehlt. Also das Thema Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, so in diese Richtung. Das ist mir ein bisschen untergegangen für mein Empfinden, aber wie gesagt, vielleicht habe ich auch einfach aufgrund der vielen Gespräche manche Konzepte der Stände gar nicht so verstanden. Aber das habe ich so ein bisschen vermisst. Also weißt du, diese Innovation hin zum Schwimmbad, das vielleicht energiebewusster wird, das energiebewusste Schwimmbad, das ist für meine Begriffe ein bisschen untergegangen. Wie hast du die Messe empfunden, jetzt vom Gesamtrahmen? Wenn ich mir auf eine Messe gehe, dann ist ja immer wieder so das große Thema der Branche eigentlich ja immer Inhalt einer Messe, so vom Gefühl her. Also wenn ich Automobilbranche mal kurz angucke, ja, IFA, wenn man da mal reinguckt, dann heißt okay, jetzt geht es um Elektro, jetzt geht es darum, da voranzukommen. Dann hat man natürlich einen großen Themenbereich in diesem und kann sich darüber auch informieren. Mir geht es genauso wie dir. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass es klar ist, was Energie bedeutet und wo man da auch wirklich sparen kann. Ja? Also Herborner fand ich ganz spannend, ja, wie sie einfach immer wieder die zwei, also aber das muss man ihnen einfach sagen, die sind da, was die Energiebranche anbelangt, wirklich Wahnsinn, auch einfach immer da weiterzugehen. Ja? Wo kann man einsparen, in dem Sinne auch an der Technik, die da das auch wirklich nochmal hingestellt haben, wo sie einfach zwei alte Pumpen mal herstellen und eine alte und eine neue Pumpe herstellt und dann mal einfach auch ein Energierechner davor tut, wo ich sage, okay, dann hat man mal so einen leichten Übertrag. Mir wäre es eigentlich auch jetzt an unsere lieben Chemielaboranten, wahnsinnigen Vertreter Reinigungsmittel, dass man da mal überlegt, hey, wie kann man da energetisch sparen? Ja, was hätte man da noch mehr machen können? Also wo Dosiertechnik, wo kann man im Endeffekt schauen, dass man vielleicht dann doch einfach mit noch weniger Reinigungsmitteln sich rantasten kann, damit die Mikrobiologie passt, damit einfach das, da, einfach da irgendwo vielleicht auch Konzepte entwickelt, wie ist das Reinigungsmittel selber aufgebaut, wie wird es hergestellt, gibt es da Möglichkeiten oder hat man da Möglichkeiten gefunden, da auch wirklich energetisch oder nachhaltig zu arbeiten, ja, also wenn ich mir so ein bisschen überlege, wenn man so ein bisschen reinguckt, ja, was ist denn das überhaupt, ja? Wie wird das überhaupt produziert? Ja, hat da von euch irgendeiner eine Vorstellung, wie im Endeffekt Reinigungsmittel produziert wird? Ja, das sind so Punkte, wo man vielleicht auch mal so ein bisschen diese Nachhaltigkeit herziehen kann, weil ich glaube, dass Firmen sehr viel da auch getan haben. Also, dass da intern in der Firma schon auch vom Kopf her schon auch ein Geist da ist, aber das viel zu wenig, für mich viel zu wenig präsentiert wurde. Ja. Okay.
Und das sind, glaube ich, auch so Punkte, wo ich immer wieder sage, klar, sonst ist die Schwimmbadbranche. Mei, klar, man hat im Endeffekt unsere Edelstahlbauer, die halt Edelstahl haben. Edelstahl wird verbaut und das war's dann in dem Sinne. Da habe ich keine Vorstellung. Aber sonst ist allein dieses Thema einfach mal präsenter zu machen, ja, dieses Thema aufzumachen. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit wirklich in dem Schwimmbad? Ich hätte mir das auch noch mehr in den Fachforen gewünscht. Also gerade Nachhaltigkeit, da nochmal einfach auch eine größere Diskussionsrunde drüber zu halten. Es ist viel Personal diskutiert worden, was wichtig ist, wie geht es mit der Branche auch weiter, was definitiv auch ein Punkt ist, der einfach auch einen Stellenwert bekommen muss, ganz klar. Nichtsdestotrotz ist der größte Brocken, den wir tragen, jetzt in den nächsten 2 bis 3 Jahren wird Energie sein. Punkt aus, in jeglicher Art und Weise. Und das braucht man weder für Schönigen noch sonst irgendwas. Wir ackern alle wie die Wahnsinnigen bei den Strompreisen, Gaspreisen, Energiekosten in jeglicher Art. Und das ist, glaube ich, echt mittlerweile was, wo man ja ein breites Bild auch von Profis braucht. Also von Leuten, die seit Jahrzehnten mit der Technik arbeiten, mit dem arbeiten, was im Hintergrund läuft. Und das würde ich mir wünschen, dass dieses Fachwissen, was man sich dann jetzt auch angeeignet hat, dass das eigentlich für die Branche auch bereitgelegt wird. Du meinst mit den Fachforen die Kongressblöcke? Ja. Ich Nachhaltigkeit gab es. fand, ja, ich fand die recht breit aufgestellt vom Themenfeld her. Was mich da ein bisschen gestört hat im Vorfeld, ich habe mir gerne alle angehört, natürlich, aber für einen Themenblock waren mir die 200 € wirklich sehr viel Geld. Also muss ich ehrlich sagen, ich habe da echt lange überlegt, dann dachte ich mir, hey, nö, sehe ich nicht ein. Ich bin kein Schwabe, oder vielleicht doch. Du wohnst in Augsburg, natürlich bist du ein Schwabe. Ja. Grenzbereich. Ich Das, habe es jetzt ich mal fand weit es ich fand's gefasst. ein bisschen, ich fand's ein bisschen teuer. Aber was ich noch zur Messe sagen wollte, so vom Gefühl her, von allen Firmen und Branchenbeteiligten, sehe ich momentan, dass jeder so an diesem Punkt ist, wir wollen digital werden. Ne, so quasi fast so in die Ecke getrieben, wir müssen digital werden. Viele haben es auch schon gut umgesetzt, gute Ansätze. Aber ich glaube, so der richtige Key, wie das dann in der Zukunft aussieht, ist noch nicht da. Ne? Also jeder hat da so sein eigenes Ding und so ein bisschen Angst, okay, wir müssen was bieten, aber wir wollen uns nicht öffnen, ne? So. Der Klassiker, wir wollen das Monopol. Da sehe ich gerade so die Branche am Switchen. Ne? So jeder macht gerade, aber jeder so für sich in seinem Kämmerchen. Und da fehlt mir noch so diese zentrale Schnittstelle. So. Ich fasse es mal zusammen, also so sehe ich das. Ja, Digitalisierung in der Bäderbranche ist ein riesen Flickenteppich. Brutal, ja. Und das ist abartig. Und das ist wirklich ein krasser Flickenteppich, weil die Hauptproblematik ist, und das ist das Schöne, weil ich in der Digitalisierung, in der Technik zum Beispiel, in der GLT, in der Steuerung, ja, ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Wir haben vor 3 Jahren umgebaut, die komplette Technik auf neuestem Stand. Und für mich war klar, ich brauche eine zentralisierte GLT, womit ich Wassertechnik, Lüftung, Haustechnik, Licht, alles in einem verbinden kann. Ja, das war jetzt erstmal der erste Ansatz. Na, herzlichen Glückwunsch. Da hast du erstmal überhaupt keine Chance, ja, weil man merkt, also es gibt viele Baumodule unterschiedlichster Art und Weise, ja, und viele passen einfach nicht zusammen. Punkt aus. Und dann gibt es zum Glück echt coole Firmen, die sich darüber mittlerweile Gedanken gemacht haben und gesagt haben, okay, die Unterschiedlichkeit muss halt versucht werden, in einem Struktur irgendwie zu bündeln, aber dann brauchst du ein Programm, was das wiedergeben kann. Und das gibt es auch nur in Bausteinen. Ja, und das war ein Punkt, wo ich dir gesagt habe, okay, dann brauchen wir jetzt halt ein bisschen Zeit und müssen auch Geld reinstecken, damit das Ganze irgendwo verbunden wird. Und ich rede noch gar nicht vom Kassensystem in dem Sinne, dass man das auch mit da in sowas integrieren kann, weil allein rechtlich bedingt, schutzbedingt, Warum andere. denn?
Aber es muss doch möglich sein. Und das ist genau richtig. Ja. Und das ist der Ja, Punkt. genau deswegen. Ja. Ich glaube, das Thema ist viel zu leicht und wir verkopfen uns da als Branche viel zu sehr. Ja, jeder möchte so sein eigenes Ding machen, habe ich so das Gefühl. Es gibt gute Beispiele, es gibt weniger gute Beispiele. Ich glaube, im Grunde muss jede Firma für sich einfach nur eine Schnittstelle bieten. Ne? Weil die Plattform, die muss das Bad haben. Ja, genau. Also ich könnte kotzen, wenn ich als Betriebsleiter 27 Apps irgendwann habe für mein Daily Business Richtig. und überall Passwort, überall muss ich einloggen, überall Datenschutz, überall Newsletter, überall dies, überall das. Schlimm sowas. Deswegen einfach nur eine Schnittstelle zur Verfügung stellen und gut ist. Digitalisierung erledigt. Ja. So einfach ist es nicht. Und das ist, also an dieser Frage bin ich auch ziemlich gescheitert am Anfang. Ja, dass es eigentlich einfach sein sollte, müsste, dürfte. Aber man merkt, dass viele Firmen in dem Bereich noch gar, also sie versuchen sich die zu digitalisieren, das ist gut, ja. Aber es gibt halt unterschiedlichste Schnittstellenangebote, die oft geschlossen sind, ja, die nicht offen sind für außen, also Informationen von außen oder Informationen von innen weitergeben. Und da ist es wirklich kompliziert, da eine Einheit zu finden. Und nochmal, das sage ich ganz offen und ehrlich, vielen Dank an SDS da draußen, die mir da wirklich wahnsinnig unterstützt haben und da, wo wir wirklich auch weiterkamen. Und im Zuge dessen, auch da auch Herborn ist damit dran beteiligt, es sind wirklich prominent, es sind einige Firmen, die da wirklich in dem ganzen Konsens mit drin standen, die da offen waren, genau für dieses Thema in dem Moment, zu sagen, hey, wenn ich von irgendeiner Information von einer Duco Marine oder von, ist ja wurscht, aber bei der Depolux wird es genauso funktionieren, das ist ja das Krasse. Aber man braucht halt die Leute, die dann sagen, okay, pass auf, da und da und da musst du anklemmen, dann kriegst du diese Informationen raus, ja. Und dann brauchst du im Endeffekt aber irgendeine Schnittstelle, die halt genau dieses ganze Informationsbild von Frequenzumformer, von in einer Messstelle, von einer Lüftungs Anlage eben alles bündelt, in eine Kassette schraubt, verbildlicht und dann darstellt und dann zum Steuern da hat. Und das Ja. war am Anfang größere Hürde, als ich dachte. Obwohl ich genauso wie du dran stand und gesagt, das kann doch in dem heutigen Zeitalter kein Problem mehr sein. Also geht doch nicht. Ja. Ja, das ist der Wandel der Zeit, ne? Vollgas. So Voll. funktioniert das. Ja. Also eine Wir Frage, haben die. mit dem, ganz kurz, Ja. bevor du die Frage stellst, wir haben mit dem Schwimmbadguru ja auch eine kleine Umfrage gemacht zum Ja. Thema Digitalisierung, die dann ja auch auf der Messe sehr repräsentativ ist. Und da kam eigentlich raus, dass jeder digitalisierter sein möchte. Also jetzt auf Fachkräfteseite, auf Barseite. Ne? Und ich weiß nicht, wie seht ihr das da draußen? Wie wäre denn so die Digitalisierung des Schwimmbades im Idealfall aus eurer Sicht? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Ich finde es hochspannend, das Thema. Und wir sind da mittlerweile auch mit vielen in Gesprächen zu dem Thema. Muss es eine Plattform sein von einer Firma oder muss es einfach ein badeigenes System sein, wo sich jeder quasi andockt, ja, und wo ich dann quasi meine Bestellungen oder was auch immer, meine technischen Daten auslesen kann? Also wie sieht es für euch aus? Im Idealfall ab in die Kommentare damit. Würde mich riesig freuen. Jetzt nochmal zu deiner Frage. Genau. Ich wär ähnlich gewesen. Ja, nee, das war, jetzt muss ich ein Ja. bisschen umformulieren, aber genau das wäre der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, hey, wie schaut das bei euch da draußen aus? Ja? Wie schaut euer Bad aus und macht euch mal Gedanken darüber, welche Schnittstellen würden für euch Sinn machen? Und werdet euch mal klar, wo wollt ihr Vernetzung haben? Ja? Und geht mit diesem Thema um, ja, weil von außen kommen ganz viele Bausteine, ja, aber das ist nicht das, was ihr als Benutzer wollt, sondern geht mal von der anderen Seite her und sagt, ich bin zum Schluss der Benutzer.
Ja, wenn die Firma eingebaut hat, geht die wieder und dann darf es ich benutzen, ja, und dann muss ich gucken, wie ich es zusammenführe. Und deswegen an euch mal ganz kurz, gebt mal in die Kommentare rein, wo habt ihr eure Schnittstellen, wo habt ihr eure Probleme, wo steht genau diese Verbindung irgendwo, wo ihr sagt, ah, es wäre cool, gibt es von der Stelle und zu der Stelle, gibt es da eine Vernetzung schon, ja. Und das würde mich unheimlich interessieren, wo ihr denn da steht, ja. Wo habt ihr Lösungen auch schon gefunden in dem Sinne, ja. Wo sagen könnt, hey, das ist für viele andere, die genau wie David gerade sagt, von der Umfrage her, es beschäftigt. Eigentlich kommt keiner mehr, der sagt, du pass auf, ich bin total glücklich damit, dass ich im Endeffekt meinen Filter von Hand spüle. Also deswegen, das ist, glaube ich, schon echt der Punkt, wo ich sage, ja, sind echt die Themen, wo man mittlerweile wirklich ins Gespräch gehen muss. Und uns wird es unheimlich interessieren, wie geht es euch da draußen damit, gerade mit diesem Thema? Ich denke auch bei dem Thema muss man auch ganz klar sagen, die Digitalisierung betrifft auch das Thema Marketing, ja, oder Werbung. Ja, es geht darum, sichtbar zu werden, in die Sichtbarkeit zu kommen. Das ist ein wichtiges Thema. Das geht natürlich auch mit Transparenz einher. Ja, muss mir zeigen, muss zeigen, wer bin ich und so weiter und so fort. Ich meine, ich mache das jetzt seit 5 Jahren. Das ist ein entscheidendes Thema in der Digitalisierung. Und ich kann immer nur eins sagen: Alle Tätigkeiten oder alles, was sich ständig wiederholt, ob es im Bad ist, ob es im Firmenalltag ist, im Ablauf der Firma, wird auf kurz oder lang digitalisiert sein. Ganz sicher. Ganz sicher. Ganz sicher. Und das heißt natürlich auch für viele Unternehmen, dass es ein Mega-Wandel ist, ein Riesenwandel. Ne, wie ist zum Beispiel das Thema Service? Ja, Außendienstmitarbeiter. Wie kann man das digital effektiver zum Darstellen. Beispiel darstellen? Brauche ich noch 400.000 Außendienstmitarbeiter? Oder reicht es nur mit der Hälfte durch digitale interessante Tools, die sogar kundenfreundlicher sind und vielleicht auch viel besser und effektiver genutzt werden? Und ich denke, man darf davor keine Angst haben, sondern ich denke, man muss mit der Welle, man muss da aufspringen und sagen, boah, geil, lass uns die Welt dahingehend vereinfachen. Klar, jetzt gibt es wieder viele, die sagen, ah, ne, und früher war alles besser. Ja, sicherlich, in manchen Beziehungen geht es mir genauso. Ja, ja, bei mir war es zum Beispiel damals immer die Thematik, die Wasserparameter auf die GLT zu legen. Und da habe ich immer gesagt, hey Jungs, pass auf, wenn ihr das macht, ich schneide euch das Kabel durch jeden Tag. Da war ich so ein bisschen verschlossen, weil ich sage, okay, das ist meine Verantwortung, da lasse ich kein Datentypen rumspielen. Das geht überhaupt nicht. Aber auch dahingehend muss man sich öffnen, weil das ist die Zukunft. Jetzt mal einen Paradigmenwechsel mal für dich herzuklingen. Ja. Wann kam der Punkt bei dir, wo du gesagt hast, okay, es würde doch was bringen, das zu tun? Von diesem Anfangsgedanken, ich schneide euch die Kabel durch, bis jetzt zu sagen, es macht Sinn. Ist ein sehr guter Ansatz. Da kommt der Coach wieder raus, Alex, indem man sich seiner in erster Linie mal überlegt, okay, was ist es bei mir? Na, dann kommen wir wieder auf das Thema Angst, ne? Ersetzt zu werden oder gibt es ja viele Ängste in der Hinsicht, aber sich dann da rauszubewegen, sich zu öffnen und sich da mal beschäftigen damit. Einfach mal sich mit der Thematik beschäftigen, was gibt es da für Tools, was hat es für Vor- und für Nachteile, so ein bisschen abwägen, drüber sprechen mit Leuten. Das hat mir geholfen, das Thema heute ein bisschen anders zu sehen. Okay. Wie war es mit dem Thema Verantwortung abgeben in dem Sinne? Oder zu sagen, hey, ich gebe da einen Teil von meinem Wissen in der Hinsicht ab oder auch ja, eigentlich Verantwortung abgeben in dem Sinne, dass das eine Hürde war? Das war, glaube ich, ganz zu Beginn der Laufzeit Schwimmbad TV, ne? So Okay. die ersten Erfahrungen. Ich denke, viele definieren sich auch so ein bisschen darüber, dass sie alles wissen oder alles können, ja, und sagen, okay,
wenn das weg ist, bin ich nichts mehr wert. Weißt du? So ja, dieser, genau. Dieser Mindblow-Shit. Ja, ja. Aber es ist genau der Gegenteil der Fall. Weil wenn du nicht mit dem rauskommst, was du kannst, was du bist, was du an Erfahrungen hast, dann geht dieses Wissen verloren. Richtig. Und das ist der Punkt. Das ist vielleicht auch ein ganz großer Ansatz in der Schwimmbadplattform, zu sagen, hey, warum soll ich durch die Welt laufen als wandelndes, verschlossenes Buch? Nee, mach das Buch auf, geh raus damit, weil da können ganz viele Leute lernen davon. Ja, und das vielleicht noch weiter treiben und noch besser gestalten. Ja, musst du loslassen. Es ist keiner hier der große Zampagno. Das ist genau. Ja, das ist. Gemeinsam nach vorne gehen. Genau. Und das ist eigentlich der Konsens, den wir eigentlich jetzt über 5, 6, 7, 7. Podcast wirklich immer wieder weitergeben, dass wir sagen: Hey, genau dieses Wissen, was wir besitzen, was wir haben, eben nicht zu bündeln, zu sammeln und unter den Arsch zu schieben und sich draufzusetzen, sondern anzufangen, genau eine Community zu bilden. Das ist ja genau der Grundgedanke, warum wir heute alle hier, oder warum wir zwei heute hier sitzen, genau diese Schwimmbadplattform herzubieten, damit genau dieser Konsens, dieses Sprachrohr, dieses Miteinander drüber reden, was läuft bei euch, was läuft bei mir, eben genau das weiterzugeben. Und da kommen wir immer wieder zum Ursprung zurück. Ja? Und erstmal danke für deinen Beitrag in der Hinsicht. Ich glaube, das ist das, was immer wieder gehört werden muss da draußen, dass genau diese Gedanken, die euch da treiben, auch uns getrieben haben. In dem Sinne, Verantwortung abgeben, kann ich das, passiert, muss ich alles überblicken. Eben zu sagen, hey, wenn ich das dann da oben hinstelle, dass die Leute faul werden, dass Angst da drinne spielt in der Hinsicht, ja, dass da gewisse Dinge nur noch abkontrolliert werden, reingeschrieben werden, aber nicht mehr gemessen werden, sondern ich glaube, das ist genau der Punkt, um dieses Spiel, diese Verantwortung eben abzugeben und den Leuten dann einfach auch bewusst zu sein, du als Fachkraft hast auch für deine Schicht die genau diese Verantwortung, auch wenn ich nicht da bin. Und das, glaube ich, sind Prozesse, genau die in den ersten Schritten darf, genau in diesem Bereich immer wieder passieren, was unheimlich wichtig ist. Ja? Dahingehend... Es ist auch ein Mindset, wenn ich das jetzt mal auf die Ausbildung beziehe, das gerade so einer älteren Generation so ein bisschen verfestigt ist. Ja, vielleicht kennst du es auch noch bei deinem Ausbilder oder bei deinem Chef, ja, musst du 100-mal hin und her hinterherlaufen und sagen, wie machst du denn das? Und weißt du, immer wieder nachfragen und dir so quasi verdienen, dass du ein Stück Wissen bekommst, ja. Kein Wunder, warum viele dann einfach nach 2 Wochen in dem Berufsbild sagen, boah, Alter, was ist das für eine alte Kacke? Und das ist die neue Generation. Die halten nichts mehr fest. Ja? Das kommt rein, das geht weiter, das ist ein Flow. Ja? Und wir müssen, oder wir beide als Botschafter können, glaube ich, das auch so nach außen tragen. Geht raus mit dem, was ihr habt. Das ist das A und O. Das macht uns doch alle stärker. Ihr müsst endlich loslassen. Absolut. Absolut. Ja. Also. Am Ende steht auf deinem Grabstein, ich habe alles gewusst, aber keiner wusste es. Aber keiner wusste es, genau. Weißt du so? Oh, furchtbar. Ja, ist ein guter Satz in der Hinsicht. Das ist echt ein guter Satz. In dem Kontext Mindset möchte ich vielleicht auch nochmal auf die Thematik Kritiker oder Wikinger hinweisen. Also gut, ich jetzt als junger Unternehmer mach da andere Erfahrungen, ja, die man so vielleicht im Nicht-Selbstständigen weniger hat. Aber ich habe es dir schon mal gesagt, Alex, wenn du 10 Menschen nebeneinander stellst, dann ist einer davon, der nicht nur redet, sondern auch tut. Genau. Das ist, ich meine das jetzt auch gar nicht böse, ist ja okay. Aber ich denke, es wird immer viel mehr geschimpft, ja, viel mehr kritisiert, viel mehr angegangen. Das Thema viel zu groß gemacht, als dass da was folgt. Ne? So quasi, hey, es ist zwar scheiße, der Blaudruck zum Beispiel, ja, aber lass uns doch mal eine Lösung finden. Lass uns da mal ansetzen und hier versuchen, das Ding auf eine gerade Spur zu bringen. Genau.
Aber das ist ein gesellschaftliches Problem immer wieder. Und aber was jetzt schon passiert, jetzt möchte ich nicht zu politisch vor allem werden, ist es doch der Punkt, dass man Politik in der heutigen Zeit auch erlebbar mittlerweile bekommt, ja, weil viele, viele schwierige Entscheidungen getroffen werden und ganz viel Persönlichkeit mittlerweile ins Spiel kommt. Ja. Das heißt wirklich, wer arbeitet persönlich, hinter welchen und hinter welchen Worten stehe ich. Ja. Und das gibt natürlich das ins Kleine mit runter. Das, was ich sage, wird an den Taten meiner Werte und dem, wie ich hinterher stehe, halt einfach angeglichen. Und dahinter muss man einfach auch stehen können. Und im Zuge dessen, da jetzt zu sagen, hey, drüber kritisieren ist die eine Kiste. Ja, aber was liefere ich dafür, damit meine Kritik ein Stück weit einfach auch den Wert bekommt der Ehrlichkeit meiner Persönlichkeit? Ja, heißt wirklich, was bringe ich mit, damit diese Kritik, die ich ausübe, auch gerechtfertigt ist in dem Sinne, dass ich dahinter stehen kann? Oder bin ich nur der, der kritisiert, weil 80 andere das auch getan haben? Ja, habe aber überhaupt nicht nachvollzogen, nachgeprüft, was steckt denn wirklich dahinter? Ja, was steckt denn hinter gewissen Entscheidungen? Was steckt denn hinter gewissen Aussagen? Und das sind, glaube ich, so Punkte, wo ich einfach sage, lasst uns weniger Mitläufer werden, ja, sondern lasst uns anfangen, Macher zu werden darüber, Dinge besser zu machen, als wie das, was ich kritisiere. Und ab dem Zeitpunkt wird die Welt auch besser. Weil wenn jeder sich diesen einen kleinen Schritt mehr macht, ja, diesen einen kleinen Wert mehr gibt, ja, als wie das, was ich niedermache, dann kommen wir definitiv ein Stück weiter. Kleines Beispiel aus der Praxis, ganz einfach. Es ist viel einfacher, zu kritisieren, dass einer falsch gemessen hat. Wenn ich aber selber erst nachgemessen habe, ja, und merke, oh, okay, es ist ja wirklich so, ja, oder einer hat sich in der Zeile vertan, dann ist es oft leichter, eben nicht erst zu kritisieren, sondern eher mal zu gucken, können es andere Dinge sein? Oder ist es wirklich das, dass ich eben irgendjemanden überlagere, dass er das vielleicht nicht kann, dass er zu blöd ist, dass er zu faul ist oder dass er sonst irgendwas ist? Ja, es gibt Umstände, die einen dazu befähigen, gewisse Dinge vielleicht so gemacht zu haben, wie sie halt gemacht wurden. Die Frage ist, was tue ich dahinter? Bin ich nur der, der draufhaut, oder bin ich der, der im Endeffekt auch wirklich mit Wissen im Hintergrund kommt? Und das ist ein Prolog, den ich wirklich an euch alle gebe. Ja, lasst uns mehr Macher werden, mehr Leute, die Dinge tun, die Dinge in der Hinsicht nachprüfen, die Dinge auch weiterbringen, weiterhelfen, weitermachen, weiterdenken, als wie, dass wir uns auf den Arsch hocken, ein Bier aufmachen und im Endeffekt, das darf auch manchmal sein, dass man sich am Stammtisch dann um Kopf und Kragen redet, ja, aber am Tag danach, ja, muss es im Endeffekt in die Wirklichkeit zurück werden und dann muss einfach auch was passieren. Ja, und das ist wichtig, Leute. Und da müssen wir ran. Und gerade in der Schwimmbadbranche müssen wir da ran, ja, dass es da weitergeht. Da vielleicht noch ein kleines Learning von meiner Seite her. Nach der Ausbildung habe ich das so im Kontext immer gesehen, alle schimpfen über die Branche, da geht nichts voran, es muss sich was verändern, es muss was passieren, weißt du? Und dann war es so, und dann habe ich eben diesen Kanal auch gegründet, diesen Schwimmbad-TV-Kanal, und habe da wirklich mein Herz reingeballert und wirklich alles reingeballert an Energie. Und habe gesagt, komm, ich möchte was tun, ich möchte nicht nur derjenige sein, der rumsteht und blöd daher schimpft. Und dann geht es das erste Mal raus, ne, in die große Welt, wird veröffentlicht und die Leute stürzen sich drauf, aber du hörst nur die Kritiker. Oh, was ist das für ein Scheiß? Oh, dies und oh, der will bloß, kennst du es ja, Kohle ne? machen. Und das ist auch so eine Sache, die musste ich auch erstmal lernen, weil für mich war das ein persönlicher Angriff. Einfach für das, dass du da ein Herzblut reinsteckst und dafür dann auch noch kritisiert wirst, dass du eigentlich als Ziel hattest, genau was besser zu machen, ja, was voranzubringen und so weiter. Und ja, seit 5 Jahren ist es so ein ständiger Begleiter, ne? Wo du dir dann auch sagen kannst, okay, ja, gehe ich dran zugrunde, Genau. ne? Oder habe ich dann auch das richtige Umfeld? Ja, Alex,
Familie und so weiter, die immer wieder sagen, David, mach weiter, du hörst immer nur die Kritik. Ja, das ist immer das, was du als erstes hörst. Aber bleib da dran, mach weiter. Du weißt es selber. Ah, der Ackermann, ja, die Videos. Meinst du, das wird was? Meinst du, das wird was? Ne? Immer dieses, hä? Weißt du? Und wie war es denn jetzt, die Woche Interbad? Brutal. Brutal. Also ich bin da nicht hingegangen und habe irgendwo Schwimmbad-TV stehen gehabt. Ja. Aber jeder hat mich damit in Verbindung gebracht. Und dieses Feedback, boah, es ist super, was ihr hier macht. Das ist wichtig, was ihr hier macht. Das sind 5 Jahre Herzblut, meine Damen und Herren. 5 Jahre immer wieder aufs Maul kriegen. Mhm. Und sich immer wieder sagen, nein, nein, das ist, ich mache da weiter. Ich weiß, das ist der richtige Weg. Das ist nämlich dann der zweite Schritt. Du sagst zuerst, okay, ich stehe auf, ich mache was und dann durchhalten und dann am Ende immer weitermachen, ja, und dazu stehen, das ist Champions League. Und ich kann jedem Kritiker da draußen sagen, mittlerweile denke ich mir eigentlich, wenn du das kritisierst, dann mach doch mal selber ein Video, dann können wir sprechen. Genau. Und das ist immer ja, die mach Punkte. Doch mal selber das Ganze durch, 5 Jahre lang, und dann kannst du auf der Ebene mit mir sprechen. Und das möchte ich euch da draußen mitgeben. Für jeden Einzelnen, der sagt, hey, pass mal auf, ich habe da eine Idee, ich glaube da dran. Ja, glaub da dran. Und genau da setz an und mach weiter. Und wenn du dazu Unterstützung brauchst, ja, wenn du da jemanden brauchst, der sagt, Mensch, dafür stehen wir als Botschafter, mhm, ne, als Menschen, als einer von euch. Und als Rückenstärke. Ich sehe gerade die Zeit, Alex, jetzt, wo es interessant wird. Ne? Wahnsinn. Was haben wir denn? 46 Minuten, hey, Wahnsinn. Okay, ja, also ihr merkt, wir sind gerade ein bisschen über Messe, von Messe zu Firmen, von Firmen zu Schwimmerplattformen, von Plattformen wieder jetzt zu den jeweiligen Statements. Was bringt es oder wo wollen wir mit der Branche hin? Was ist das, was die Branche einfach irgendwo weitergeben muss? Hey, Wahnsinn. Also Junge, es macht einfach wahnsinnig Spaß mit dir. Das ist total geil. Also es macht echt Freude. Aber ich muss echt euch, eins muss ich nur loswerden zu dem ganzen Thema, sage ich mal, jetzt knallhart David Ackermann. Lasst es euch einfach ein Vorbild sein, dass es genau eben, es ist keine Eintagsfliege in dem Sinne, dass man eine Idee hat, die formuliert für sich selber und Schritte geht. Es bedarf einfach auch der persönlichen Entwicklung in dieser Zeit. Und darauf muss man sich einlassen können. Man muss sich einlassen können, dass, wenn du selbstständig wirst, wenn du Unternehmer wirst, wenn du dein eigenes Ziel erreichen möchtest, wird es dich verändern. Ja? Und Leute, lasst euch in diesen Prozess auch zu. Lasst es rein. Und ich schwöre euch, der David war vor 6 Jahren ein anderer, wie er heute ist. Ja? Warum? Weil einfach auch dieses Mindset, was wir immer wieder sagen, ja, weil es einfach verändert, weil es einen anderen Fokus gibt, weil es einen anderen Stellenwert kriegt, weil es auch einen anderen Standpunkt für den, wer ich bin, auch bin, ist. Ja? Aber das ist ein Prozess, Leute, der euch immer wieder an die Grenze führt. Ja? Der euch immer wieder daran führt und sagt, was mache ich hier eigentlich? Bin ich denn bescheuert? Ja? Aber das ist was, wo ich sage, macht euch auf den Weg. Ja? Und auch David war nicht alleine in den Prozessen. Ja? Er hat sich in der Hinsicht auch immer wieder von rechts und von links immer wieder Hilfe geholt. Und das ist so wichtig. Warum? Weil du immer jemanden brauchst, der an gewissen Meilensteinen dich wieder hinstellt und sagt, pass mal auf, Meister, beruf dich mal darauf, wo willst du hin? Was ist dein Ziel? Was ist dein Fokus? Ja? Und dahingehend, Leute, sucht euch Coaches, sucht euch Unternehmensberater, die wirklich auch weiter wollen. Die sucht euch Leute, die gute Freunde, die im Hintergrund euch nicht nur sehen in der Hinsicht, was ihr alles Tolles könnt, sondern einfach auch das könnt, von euch kennt, wo man sagt, Meister, da hast du echt Probleme. Ja? Und mit denen Dingen musst du arbeiten. Und ab dem Zeitpunkt lebt euren Traum. Macht das.
traut euch, euren Traum zu leben. Und die Schwimmbadbranche ist eine Branche, die wirklich in dem Bereich auch so viel zulässt. Aber ihr müsst einfach, ihr müsst euch wagen, diesen Schritt zu gehen, weit aus der Komfortzone raus, um da einfach zu schauen, dass man da einen Schritt wirklich auch weiterkommt und auch einen Schritt näher eures Traumes und eures Zieles. Gutes Schlusswort. Hätte ich jetzt auch gesagt. Sehr gutes Schlusswort. Ja. Ja, jetzt wo es spannend wird, ne? Ja. Jetzt. Vollgas. Ja, liebe Freunde, denkt nochmal hier, ihr könnt das Ganze unterstützen. Yeah, ja, das T-Shirt. T-Shirt ist am Start. Ja, wir haben, warte, ist es auf der anderen Seite? Hier sogar. An der Seite nochmal alles drauf. Ja, ich habe tippitoppi. Alles easy, alles gut. Ich freue mich auf wirklich die Ideen von euch, wo das Video platziert wird. Ich habe gesehen, der Sprecher der Bäderallianz hat hier sogar schon Werbung für das Video gemacht. Herzlichen Dank, mein lieber Herr Kuhn. Herr Kuhn. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, wieder mal danke, dass ihr eingeschaltet habt, Dass ihr uns gehört habt. Danke für euer ganzes Feedback. Wir haben neuen Fahrtwind aufgenommen. Ja. Und natürlich machen wir weiter bis in 2 Wochen. Die Schwimmbad-Nerds, die Botschafter des Berufsbildes, Fachangestellter für Bäderbetriebe, David und Alex. Ich wünsche euch. Tschaußen. Viel Spaß euch. Bis denn.